Ich begrüße euch zu einem neuen Video. Freunde, ihr habt es im Titel entnommen. Im heutigen Video gibt es sehr geile Shopping-Empfehlungen für den Winter. Jeder, der noch auf der Suche nach etwas Bestimmtem ist, im heutigen Video gibt es Jacken, Pullover, Hosen, Schuhe, Accessoires, also das komplette Programm. Alle Teile, die ich euch im heutigen Video vorstelle, findet ihr wie immer unten in der Beschreibung. Checkt das gerne ab, falls euch irgendwas gefällt, könnt ihr das da direkt nachshoppen. Und dann würde ich sagen, fangen wir mit dem ersten Teil an. Es geht bei den Jacken los und endet dann irgendwann unten bei den Schuhen. Erstes Teil gibt es bei Yokes und das ist ein sehr schöner Mantel. Wer Yokes nicht kennt, ist so ein Online-Shop, wo es viel Designerware gibt und die ist oftmals sehr stark rabattiert. Und das ist hier jetzt die Eigenmarke von Yokes, 8 by Yokes nennt die sich. Und ich finde, der Mantel sieht vom Stil her wirklich brutal aus. Zum einen dieses Grau, super schön und zeitlos. Zum anderen ist es ein Zweireiher, was ich in der Regel interessanter finde als ein einreihiger Mantel. Ist ein bisschen spezieller, aber sieht auch irgendwie spezieller aus, wenn man es trägt. Der Mantel kostet aktuell 149 Euro, hat irgendwann mal 230 Euro gekostet und ich finde, das ist ein sehr fairer Preis für einen wunderschönen Mantel, den ich absolut empfehlen kann. Kommen wir zum nächsten Teil und das ist von Suit Supply. Für alle, die Suit Supply noch nie gehört haben, gerade wenn ihr auf der Suche nach Anzügen seid, ist es meine dickste Empfehlung, die ich euch geben kann. Wirklich eine riesen Auswahl und super Preis-Leistungs-Verhältnis. Und auch wenn es um schickere Klamotten, Casual Wear geht, seid ihr dort wirklich gut aufgehoben. Und hier haben wir einen sehr schönen Mantel, der kostet 550 Euro. Und ich habe mir einen ähnlichen Mantel, ich blende euch den mal eben ein, vor 3-4 Jahren geholt und den trage ich immer noch extrem gerne und die Qualität ist wirklich überragend. Der Mantel wird auch immer wieder nachgefragt bei mir, ist auch ein sehr besonderes Piece, wie ich finde. Und hier habt ihr die Möglichkeit, einen sehr ähnlichen Mantel zu kaufen. Und ich kann euch einfach nur sagen, auch wenn 550 Euro sich erstmal nach viel Geld anhört, habt ihr zum einen ein sehr besonderes Piece und zum anderen könnt ihr den Mantel einfach über so viele Jahre hinweg tragen. Deswegen auch hier eine absolute Empfehlung. Und jeder, der sich gerne schicker kleidet, checkt die Seite von denen ab. Ihr werdet dort super viele Klamotten finden, die euch gefallen. Als nächstes kommen wir zu den Oberteilen und da habe ich größtenteils nur Strickpullover rausgesucht, weil ich finde, T-Shirts im Winter trägt man nicht wirklich. Also ich persönlich trage kaum T-Shirts im Winter. Man braucht halt schöne Strickpullover oder Sweatpullover. Wir fangen an mit einem Pullover von Arket, kostet 79 Euro und den habe ich bereits in zwei Farben. Ich habe mir den das erste Mal letztes Jahr gekauft, habe den dann aber in meinem Kleiderschrank irgendwie verpeilt, weil ich wirklich zu viel habe. Und dann habe ich den dieses Jahr wieder angezogen und dachte mir, wow, dieser Pullover ist einfach nur perfekt. Fit perfekt, Stoffdicke perfekt, eigentlich alles perfekt. Und ich dachte mir, wow, wieso habe ich den nur in einer Farbe? Bin auf Arket gegangen, habe geschaut und die haben den natürlich immer noch im Sortiment und in super vielen verschiedenen Farben. Kostet 80 Euro und ich kann euch sagen, wenn ihr auf diesen Fit steht, so wie der beim Model abgebildet wird, so ist der auch eigentlich, ist vom Fit her eher so regulär bzw. ein bisschen kürzer, nicht diese überlangen Strickpullover, weil die finde ich einfach super unpassend. Also Fit ist meiner Meinung nach perfekt, an den Schultern perfekt, hat so leicht überschnittene Schultern und es gibt einfach so viele schöne Farben, vor allen Dingen dieses helle Taubenblau, wie sie es hier nennen, finde ich super schön. Beige-Ton, Brauntöne, Grüntöne, Grautöne. Also es gibt wirklich so viele Farben, die ich absolut empfehlen kann. Das ist, ich glaube, schon fast mein Lieblingsstrickpullover, den ich bei mir im Kleiderschrank habe. Deswegen hier geht eine ganz dicke Empfehlung raus. Als nächstes Teil haben wir einen Strickpullover von Kos und der kostet 80 Euro. Und ich muss auch hier sagen, ein wirklich sehr schönes Teil. Den habe ich zufällig auch hier. Und ich kann euch einfach nur sagen, die Farbe in Live ist wunderschön, ist so ein Creme bzw. ganz leichter ausgeblichener Gelbton, also extrem schön. Eigentlich ist er genauso, wie er auf dem Bild dargestellt wird. Ein schönes Teil, schön dick, die Struktur ist super. Und ihr seht auch beim Model, der Fit ist überragend und deswegen 80 Euro für das Ding kann ich auch absolut nur empfehlen. Und für alle Leute, die noch auf der Suche sind nach coolen Basics, da ist Kos sowieso immer eine gute Adresse, deswegen schaut auf jeden Fall auch vorbei. Nächster Pullover ist von Arket und den habe ich mir auch bereits letztes Jahr geholt und zwar ist das ein Pullover aus Alpaka und Merino. Zum einen sehr hochwertige Materialien, die hier verwendet wurden und zum anderen ist der Preis für 89 Euro auf jeden Fall sehr fair. Was ich hier sehr cool finde, ist natürlich auch der Fit. Der sitzt wirklich super gut, der Pullover. Auch hier meine reguläre Größe würde ich nehmen. Und zum anderen haben sie eine sehr geile Farbauswahl, ob es jetzt dieses Blau ist, dieses Grünes, standardmäßig in Schwarz, Dunkelgrau, also alle Standardfarben plus noch ein paar knallige Farben, wenn ihr sowas als Highlight-Piece tragen wollt. Auf jeden Fall eine ganz dicke Empfehlung bei dem Teil. Wir kommen zum nächsten Teil und das sollte meiner Meinung nach jedermann in seinem Kleiderschrank haben. Und zwar ist es ein Rollkragenpullover. Dieser hier ist von Uniqlo, kostet 39 Euro, was wirklich ein übertrieben fairer Preis ist. Und der ist aus Merino-Wolle. Merino-Wolle kann ich im günstigen Preissegment auf jeden Fall empfehlen. Für die
Leute unter euch, die mehr Geld ausgeben wollen, kann ich natürlich auch Cashmere empfehlen. Kostet dann immer so um die 100 Euro oder ein bisschen mehr, gibt es bei Uniqlo auch. Der Fit von dem Pullover ist super, auch hier würde ich meine reguläre Größe nehmen und damit könnt ihr wirklich schickere oder Casual Looks perfekt stylen, wenn ihr mal länger unterwegs seid draußen. Habt ihr den Hals bedeckt, braucht keinen Schal tragen und deswegen Rollkragenpullover muss einfach in den Kleiderschrank. Als nächstes Teil haben wir ein Accessoire und das habe ich mir auch kürzlich gekauft. Und zwar ist es eine Uhr, die weniger als 500 Euro kostet. Genauer gesagt kostet sie 375 Euro und ist von der Marke Tissot. Ich denke, einige von euch, die sich mit dem Thema Uhren beschäftigen, haben die Uhr schon auf dem Schirm. Es ist die Tissot PRX. Ich persönlich finde, es ist eine super schöne Uhr für diesen Preis. Es gibt sehr schöne Ziffernblätter, also es gibt verschiedenste Farben. Ich habe mir das jetzt in Mint Green geholt, dieses Tiffany-Blatt quasi. Ein sehr schönes Teil. Ich dachte mir, ey, dieses Blatt ist einfach super interessant und deswegen habe ich mir die bestellt. Natürlich gibt es die auch noch in schlichteren Farben. Es gibt die in einem sehr schönen Blauton, Grünton. Ich probiere euch die hier alle mal einzublenden. Wirklich sehr schöne Farben und wie ich finde, ein sehr schönes Design. Erinnert so ein bisschen an eine AP Royal Oak. Natürlich in abgespeckter Version. Die Uhr gibt es auch noch als Automatik, die kostet dann aber 675, meine ich. Und die ich habe, ist eine Quarzuhr. Wie gesagt, die kostet dann nur 375. Sehen optisch eigentlich identisch aus, wobei die Automatikuhren nochmal ein schöneres Ziffernblatt haben, weil die so eine leichte, ich glaube, man nennt es Patisserie haben. Schaut euch die Uhr auf jeden Fall an. Für alle, die sich für das Thema interessieren, auch die Uhr kann ich absolut empfehlen. Ein schönes Teil, was man dafür sein Geld bekommt. So, kommen wir zu den Hosen und da habe ich drei Stück für euch rausgesucht. Wir haben einmal ein Slim bzw. Straight Fit. Diese Hose gibt es bei Arket, kostet 129 Euro und das ist eine Wool Blend Hose, also so eine Wollhose. Ist nur eine Wollmischung und ich finde, für den Winter sind das sehr, sehr schöne Hosen. Dazu muss ich noch sagen, dass hier die Farbe der Hose ein absoluter Killer ist. Ist so ein Beige-Ton und ihr seht das bei dem Model, eine sehr coole Hose, die ich mir eigentlich noch holen wollte. Ich muss mal gucken, ob ich noch meine Größe finde. Gibt es noch in zwei weiteren Farben, aber die Hose kann ich absolut empfehlen. Habt ihr schon ein, zwei Mal gesehen und finde die wirklich sehr, sehr schön. Als nächstes haben wir noch eine Anzugshose von Kos. Die kostet 115 Euro und ist aus einem Baumwoll-Moleskin mit geradem Bein, steht hier. Ihr seht das hier beim Model, die ist so ganz leicht cropped, aber wie ich finde, eine perfekte Hose für den Winter und auch für schickere Schuhe. Natürlich kann man die auch casual mit Sneakern stylen, aber ich finde, man sieht hier schon vom Schnitt, dass die Hose wirklich cool ist, wirklich schön ist. Und was ich hier besonders finde, im Gegensatz zu normalen Hosen, sage ich jetzt mal, ist einfach die dicke Struktur, die diese Hose mit sich bringt. Und für alle, die noch auf der Suche nach so etwas sind, auf jeden Fall eine dicke Empfehlung. Als dritte und als letzte Hose habe ich noch eine weitere Hose von Kos. Die kostet 89 Euro und ist eine schmal zulaufende Wollhose. Auch hier sieht man beim Model direkt ein super schöner Fit. Gestylt mit Boots sieht das einfach perfekt aus. Obenrum ein Strickpullover, habe ich euch ja auch schon einige empfohlen. Darüber hinaus gibt es das Ganze noch in Schwarz, was immer geht. Und das sind eigentlich zwei schöne Farben, die ich bei Hosen eigentlich auch immer präferieren würde. Deswegen auch hier geht eine dicke Empfehlung raus. So, kommen wir zum nächsten Thema und das sind Boots. Hier habe ich ein sehr schönes Paar Chunky Boots gefunden und zwar ebenfalls bei Jux. Sind auch im Sale, 40% Rabatt, kosten jetzt nur noch 98 Euro und wie ich finde, ein sehr schickes Paar. Leder-Chunky-Boots, die vom Stil her cool sind. Bei Chunky-Boots achte ich persönlich immer darauf, dass das am Knöchel so ein bisschen höher ist, weil ich finde einfach den Look, wenn Chunky-Boots zu flach sind, der ist einfach nicht so wirklich passend, weil die sind dann unten sehr, sehr dick von der Sohle etc. und gehen dann nur halb hoch. Das sieht meistens nicht so passend aus. Deswegen hier, die gehen schön am Knöchel hoch und ein sehr schönes, schlichtes Paar mit einer leicht erhöhten Sohle. Auch gerade eine Empfehlung für alle Männer, die was kleiner sind. Mit den Schuhen habt ihr automatisch so 3 bis 5 cm Sohle und seid natürlich größer, was immer vorteilhaft ist. Und zum anderen vom Stil her ein wirklich schöner Schuh. Und dann haben wir noch einen schönen Chelsea Boot, den es bei Kos gibt. Kostet 195 Euro und den kann ich euch einfach nur empfehlen. Gerade für diese Hosen, die ich eben gezeigt habe, so ein Chelsea Boot oder auch ein Chunky Boot, egal was euch besser gefällt, sieht einfach super gut aus. Und so ein schwarzes Paar Leder Chelsea Boots wirst du einfach dein ganzes Leben lang behalten können, wenn du damit gut umgehst. Und die sind einfach absolut zeitlos und 195 Euro, wie ich finde, für so einen Schuh kein Geld. Deswegen, da lohnt sich natürlich eine Investition, weil man davon super viele Jahre etwas hat. Da würde ich auch wirklich auf Qualität setzen und mir nicht irgendwie bei ASOS oder keine Ahnung wo irgend so einen Billigscheiß holen, weil davon habt ihr einfach nicht lange was. Und ich finde, gerade so Teile, die zeitlos sind, da kann man ruhig mal ein bisschen mehr Geld für ausgeben. Als nächstes haben wir noch zwei Paar Sneaker und bei dem Sneaker spiele ich schon seit längerem mit dem Gedanken, mir den zu kaufen.
Den trage ich hier auch gerade in weiß, und zwar ist das der New Balance 530, und den habe ich jetzt bei Arket gesehen, den gibt es in so einem schönen Grau, Taupe, Beige und wie auch immer, und jedes Mal, wenn ich den beim Model so gestylt sehe, bin ich einfach kurz davor, mir den zu kaufen. Ich finde gerade mit dieser dunkelgrauen Hose, mit diesen grauen Socken und die Farbkombination passt einfach so gut, finde ich super stylisch, und der würde auch extrem gut zu vielen Teilen passen, die ich euch hier vorher im Video gezeigt habe, beispielsweise zu dem grauen Mantel, zu der grauen Hose mit einem grauen Pullover oben rum, also in verschiedenen Grautönen das Ganze gestylt. Würde auf jeden Fall sehr geil aussehen. Den New Balance 530 kann ich sowieso absolut empfehlen für alle, die so eine bisschen chunky, sportlichere Dad-Sneaker-Variante suchen. Eine absolute Empfehlung. Mein Nummer 1 Sneaker, würde ich fast behaupten. Deswegen checkt den Schuh auf jeden Fall ab. So, und zu guter Letzt habe ich noch eine weitere Accessoire-Empfehlung, und zwar ist es diese Mütze, die ich hier gerade trage. Kostet 10 Euro, habe ich von H&M geholt, und die kann ich euch auch absolut nur empfehlen. Ich weiß, Mützen zu finden kann oft ein Struggle sein, vor allen Dingen, wenn man die online shoppt, weil die einen sitzen so, die anderen sitzen so. Die hier sitzt wirklich nicht zu eng, was ich sehr, sehr wichtig finde bei Mützen, und kostet nur 10 Euro und die Qualität ist super, gibt es in verschiedenen Farben. Deswegen die Mütze kann ich euch absolut empfehlen, checkt die gerne ab. Ist natürlich genauso wie alles andere aus dem Video unten verlinkt. So Freunde, falls euch meine Empfehlungen gefallen haben, würde ich mich wirklich sehr über ein bisschen Support freuen. Lasst gerne ein Like da und vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren, um hier keine Videos mehr zu verpassen. Ich habe gesagt, in diesem Jahr geben wir Gas. Es werden hoffentlich zweimal die Woche Videos kommen, um euch beim Thema Fashion einfach auf dem Laufenden zu halten, euch coole Empfehlungen zu geben und euch natürlich weiterzuentwickeln. Ich hoffe, ihr werdet Teil davon, und wie gesagt, alle Shopping-Empfehlungen findet ihr unten in der Infobox, und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao, ciao.